Das sind so viele Leute, Mann. Das sind so viele. Ich komme nicht raus. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Alles, was ich machen kann, ist ja wahrscheinlich. Aber hier sind ja auch Magier. Boah, ich krieg so viel gerade, aber die sind gar nicht so stark, sehe ich gerade. Warum machst du so wenig Schaden? Er hat natürlich zwei von den Dingern. Hey. Ich habe mich jetzt sogar dezent ein bisschen auf den Arm genommen. Oh, das wurde die ganze Zeit hier. Warum mache ich so wenig Schaden gegen ihn? Was ist denn das? Ich mache ja nichts an Schaden gegen ihn. Ich bin ja gerade echt am Verzweifeln. Muss denn der Typ so stark sein? Ich kann ihn ja, wenn ich rausbewegen will. So was von. Warum macht er so viel Schaden? Ist er nicht eine Magschatz? Ja, warum macht die so viel Schaden? Darf man doch gar nicht so viel Schaden machen. Der Doppelte. Boah. Das ist ein Stab, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bringt mir das. Wir sind so viel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bin kurz davor aufzugeben, weil das. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Das ist ja nicht so, als müsste ich den nur einmal erledigen, ne? Ich muss ihn ja dreimal erledigen. Dann, wenn ich den erledigt habe, dann kommen die alle. Was soll ich gegen die machen? Ich muss das hier abblocken mit zwei Leuten, ne? Das sind. Ich habe keine zwei Leute, die alles irgendwie abblocken können. Lass mich raten, ihr habt Elfenwind. Nein, okay. Kann ich dich vielleicht irgendwie dahin packen? So, müsste halt eigentlich nicht effektiv gegen mich sein, bis zum Verzerrter, ne? Nun. Er ist immer noch da, ne?
Habe ich überhaupt Erholung dabei? Erneuerung? Ich glaube gar nicht, ne? Ne, cool. Na, er ist auch tot dann. Cool. Da kann eigentlich nur ein Magier sich noch hinstellen, ne? So, hier. Nein, danke. Natürlich, wenn er mit einer... Das gibt's nicht. Warum überleben die immer mit einer P? Das ist doch langsam nicht mehr witzig. Mein Gott, könnt ihr nicht mal verrecken? Okay, da sind noch Magier, die werden ja wohl, aber dann tut er mich doch. Was mache ich hier? Das ist unmöglich zu schaffen. Kannst eigentlich nur noch beten, ne? Es wäre, wenn sie jetzt hier kritten würde, ne? Auch mal hier. Ja, die holen ja langsam auch auf, ne? Muss ja auch langsam mal hier Sturm kümmern. So, wir können jetzt eigentlich nur beten, ne? Ob das hier gut geht oder nicht. Ich glaube ja eher nicht. Ging es so los und wir sind tot. Oh, vielleicht auch nicht. Der Magier kann eigentlich nicht so viel erreichen, ne? Er blockiert hier alle Wölfe, das heißt ein Magier kann jetzt hier vielleicht noch sich dahin platzieren und das war's dann. Müssen wir Fogado und alle anderen hier erledigen. Okay, gehen wir mal eben oder auch nicht. Nein, das gibt's jetzt nicht. Ist ein HP.
Darf doch jetzt einfach nicht wahr sein, ey. Genau hat das gereicht. Boah, ey, geh mir nicht auf den Nerven, ja gerade. Das gibt's jetzt nicht. Ich halte das hier jetzt gerade nicht aus. Problem ist, ich muss Leute hier hinstellen, ne? Warum haben mich jetzt zwei Leute erreicht? Das verstehe ich nicht. Nichts, wenn ich hier sowieso drauf gehe. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt töten will, ne? Schon wieder. Hör jetzt auf, immer mit einem AP zu überleben, ne? Der überlebt trotzdem, ja. Also wenn man wir den jetzt kaputt kriegt oder sogar schafft, glaube ich. Okay. Das Problem ist, es ist Panetta. Da wird aber nichts, weil jetzt der Rest wird nicht überleben. So, sie muss jetzt alle hier überleben, ja, als ob sie hat natürlich schafft, ne? Sie hat von ihnen angegriffen, wird von einem Wolf angegriffen. Nee. Das Kapitel 17 all over again, ne? Guck mal, nein, hey,
gibt es eine Million Situationen, auf die ich mich gleichzeitig kümmern muss. Ne? Ich muss ihn die ganze Zeit hoch rein. Ich muss dafür sorgen, dass sie nicht folgt. Ey. So, er bewegt sich nach vorne. Auf ihn? Von allen Leuten? Warum? Okay, da war ziemlich doof von dem. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich überlebt hat. Ja. Ich weiß nicht, warum der Magier ausgerechnet mal wir angreifen wollte, aber das war den gerade zum Verhängnis geworden. Okay, das überlebten wir jetzt hier gerade. Breite Einheiten 11, achso, wegen ihm, ne? Oh, jetzt ist sie in Reichweite von beiden, cool. So, das hier ist jetzt, das sieht gruselig aus, ist es aber nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass wir es schaffen. Ich glaube, wir haben es. Ich weiß nicht, warum der Magier unbedingt auf ihn losgehen wollte, aber das war den zu verhängnis gerade. So, wenn ich mich jetzt um die Magier kümmere, ne? Das ist halt eigentlich okay. Okay. So, die haben alle keine Fernkampfangriffe. So, die machen denen so gut wie gar keinen Schaden. Ich muss den ja machen. Triffst du sie auch? Ja. Oder? Ja. Habe ich die Ladung von all denen gerade bekommen dadurch? Schauen wir nicht mal da ein. Jetzt da aus. Einmal überlebst du noch, ne? Also er entscheidet sich mal irgendwie spontan anzugreifen, der andere Typ, ne? Was ich aber nicht glaube. Da Fogado haben wir erledigt. Ich habe zwar nur eine Konversation mit Fogado bekommen, aber Timera war gerade verhindert, ne? Die am anderen Ende der verdammten Karte war. Jetzt kommt ja, greift sie an, ne? Pass auf. So. Ja, er wird mich jetzt treffen, aber ist okay. Die Leute sind der leichte Teil dieses Kapitels gerade.
Oh, sehr gut. Ja, jetzt beginnt das Gemetzel hier. Oh Gott, komm, geh bloß weg mit so einem Mist gerade. Insektenwölfe, die haben sich gar nicht bewegt. Was zum? Warum haben die sich nicht bewegt? Die konnten sich da doch. Weil sie sich daran beteiligt haben. Ich verstehe das Spiel nicht. So, komm her. Der hat einen Speer. Gott, verdammt. So, langsam aber sicher schaffen wir das hier. Ne? Es dauert absolut eine Ewigkeit, aber irgendwie kriegen wir das hier hin. Pass auf, ne? Wer hat das Schlimmste hinter uns schon? Nee. Auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Nee, das ist mir, das ich stell mir das unmöglich vor. Da haben wir mit dem Verstärkungsturm jetzt auch übrigens erledigt, ne? Bin ich fast so danach aus. Der Tipp geht mir auf den Nerven, ey. Warte mal, bis ich dahin komme, ne? Warte mal, bis ich dahin komme. Was hat er die ganze Zeit angegriffen? Dann hätte ich ihn irgendwie so auf Glück und so trainiert, ne? Glück, Geschwindigkeit, damit er die ganze Zeit ausweichen kann. Hier 50% getroffen, cool. So, der Zug ist dann überhaupt Zug 19. Weiß nicht, ob das angenehm ist, hier die ganze Zeit hier so mit so vorgespulten Animationen zu gucken, aber wird ja ein bisschen beschleunigen. Das dauert ja ewig. Nicht so, als hätte man die Animation bisher noch nie gesehen, ne, im Spiel. So. Ah, ist so bitter, dass man ja keine Supportpunkte zusammen können, ne? Ich hatte irgendwie voll viele Supportpunkte mit Hortensia und Co. schon irgendwie freischalten können. Also was hier? Ich glaube, ich erreicht. Ne? Ja,
Warte, hier komme ich im nächsten Zug dahin, ne? Ja, bestimmt hier noch irgendwie Sachen aufladen können, ne? Ja. Ah, der ist in einem blöden Ding drin. Wohin treffe ich da jetzt nie im Leben? Ich habe gerade keinen Nerv auf sowas, ganz ehrlich. Treffe ihn. Danke. So, jetzt geht's weiter im Text. Da ist ja noch eine Truhe. Na, gut, Uli mal Mobil. So, wir kommen mal wieder hier voran nach gefühlten 20 Millionen Jahren. Ich habe wieder Roy aktiv, ne? Hier hätte ich auch gerne meine Ruhe, wenn es geht. Oh mein Gott, ey. Danach kommt wahrscheinlich noch ein Chapter, ne? Ich glaube nicht, wahrscheinlich der finale Kampf ist oder so, ne? Und vielleicht ist das der finale Kampf, ne? Weil ich nehme an, irgendwie müssen auch gegen Sombron oder irgendwie so kämpfen, ne? Weil die Welt, diese Weltversion von Sombron, ne? So. Ich vergessen sie. So. Oh. Das war mit dem Beselgies. Ich habe gerne immer gegen den gekämpft, Monster Hunter. Habe ich auch mal mit dem Bogen gekämpft gegen den. So, der Grund, warum ich hier fertig sein will mit den Leuten, ist, weil ich Hortensia da haben will, ne? Damit sie irgendwie gegen Hortensia halt kämpft, ne? So, oh, er hatte eine Neuerungsstab, ja, da war der gut aufbewahrt. Er war derjenige, der festgelagert wurde. So, du komm her, ey. So, der trifft mich damit. So, jetzt du. Boom. So, weiter geht's. Alter. Ja, so gehört, schlimmste haben wir hinter uns. Da kann jetzt eigentlich nichts noch Schlimmeres kommen. Ne? Wenn doch, dann schrei ich. So. Der stabilisiert sich die Lage auch überraschenderweise. Ja, der hockt noch die ganze Zeit da. Okay, warum bewegt er sich jetzt? Er kommt aber ja nicht durch, ne? Er passt nicht hier durch. Er ist zu breit, zu swole, ne? So, jetzt muss ich eh nicht die ganze Zeit heilen, ne? Werde ich aber machen mit ihr einmal. Einfach nur so. Damit sie auch ihr Dings hier voll bekommt. So, hey Leute, haben wir was verpasst? Alle gucken nur irgendwie voll aggressiv auf die, voll geschlecht, voll schlecht gelaunt, so mit Hass erfüllt. So, da haben wir noch eine
Aufladedingen, da kann ich glaube ich hier geben, ne? Für den Fall, wenn wir einen Langstreckenschuss brauchen, ne? So. Ja, du schnapp dir das, muss ich sagen. Okay. Oder sollen wir mit ihm schnappen? Gehen wir mal hier rein. Irgendwas sagt mir, kommt bestimmt noch irgendwie was, ne? Wenn ich vorstelle, jetzt hier so einfach wird. Ich habe schon lange kein Verstärkungsdruck mehr angetanzt. Okay. Scheint echt nichts mehr zu kommen. Das aber langsam mal beeilen, ne? Hatte sie auch einen Ring? Ja. Hector. Und natürlich hat sie Elfenwind, damit ich mit meiner eigenen hier nicht dahin gehen kann, ne? Aber sie hat noch magische Waffen, das heißt, sie kann ich ganz einfach ausmanövrieren. Die Typen bewegen sich auch nicht. Ich mach's irgendwie noch einfacher. Kann sie von Anfang anlocken. Aber sie bewegt sich wahrscheinlich nicht, ne? So. Jetzt hier uns schon mal eher vernünftig hin, ne? Dann würde ich sagen, dass ich Anna da, ne? Mit den Erholungen, ja, mit dem Poratif hier, ich glaube nicht, ne? Aber wenn ich sie mit Mekaya verwandle, ne, dann müsste sie mit Pflege, glaube ich, sie erreichen, ne? Lass ich mal kurz hier hin. Ah. Oh mein Gott. Warte mal, gibt es halt auch wie in den Oldschool Fire Emblems. Kannst du die Animationen ja einzeln einstellen? Nee. Eigener Zug aus. Nee. Aber ich bin da noch nie im Menü gegangen. So, wir rennen aber doch ein bisschen so die Zeit davon. Ich meine, sie hat noch eine Menge Elixiere, ne? Von die sie sich hochheilen kann, aber wird eigentlich klappen. Ach, er ist da. Ja, also wieder dazu, ich komme da gar nicht hin. Ein blöder Drache da ist. Soll ich sie schon mal anlocken? Wo ist Hortensia? Hortensia, Ivy. Wo ist Hortensia? Ach ja. So, ich könnte sie da einpacken. Ich könnte Fogado da einpacken. Ne? Kannst du mal einen Elfenwind bitte nehmen? Du hast keinen Elfenwind. Du hast Elfenwind. Ah, nee, 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 ich warte mal hier, bis wir mehrere Leute hier haben. Okay. Ja, ja, ja. Ich fasse es nicht, dass er irgendwie zu 90% der Zeit irgendwie die ganze Zeit am Treffen ist, ne? Das ist schon ein bisschen nicht fair. Er tut ja die ganze Zeit treffen, ne? 60%, da ist ja so ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit treffen nur. Aber er tut die ganze Zeit treffen.
Na, ich mache das mal, damit ich hier sein Ding gefüllt kriege. Das ist so blöd. Ich tue die ganze Zeit das hier an und ausmachen, weil ich die Cutscenes ausschalte. So. Alter. Daneben nicht mit Elfenwind. Dann gehst du irgendwie so da rein. 41. 29. Ja, gar nicht so viel. Aber sie ist wahrscheinlich voll schnell, ne? Ich hätte mal ganz ehrlich gedacht, irgendwann gehen diese Elektro-Dinger ja mal irgendwann auf, ne? Aber ne. Jetzt bin ich schon da reingerannt, obwohl ich noch gar nicht meine Leute hier habe. Ich verzweifle, hat Hortensia sich bewegt, ne? Das ist genau wie in ihrem Kapitel damals. Meine Lanze ist dahin geflogen. Hebst du die bitte auf? So, cool. Sie bewegt sich wieder nicht, ne? Was mache ich jetzt? Wir haben beide Schwere, ist klar. Also was, das Spielchen spiele ich nicht mit. So, ich kann mit ihnen da reingehen, ne? Er überlebt hat doch, oder? 26, 30, sie ist gar nicht so stark. 26. Ich habe schon gedacht, dass das nicht so einfach wird, ne? Glück. Ja, ich habe aber hier eine ganz einfache Lösung für dieses, für diese Situation, ne? Glaubst du mal? Ich lasse mich nicht auf diesen Kampf ein. Was mal so hat von vergessen. Hey. Erneuerung. Oh, hey. Ah ja, seine AP moderiert jetzt, stimmt. Na, komm mal her. Boah. Ey, er tut echt immer treffen. Immer. So, Mädel. Ich erst einen deiner Kollegen hier angreifen. Kann ich machen. Ach, weg. So. Den ja, ne? Ich muss ja eigentlich sie mit Pflege jetzt erreichen können, ne? Ja. Hat auch weniger AP. Was? Ah, jetzt bewegen sie sich. Alter. Hau doch mal einmal daneben. Boah. Oh nein. Nein, keine Verstärkungstruppen, Kollege. Ich habe die Schnauze voll. Von diesen blöden Verstärkungstruppen, die du mir die ganze Zeit hier... Das Spiel hat sich echt irgendwie gedacht, dass ich irgendwie mit ihr wegrenne.
So, Hortensia, du kommst nicht auf uns los. Da komme ich eben auf dich los. Wann habe ich denn Auto hier? Also, ja, tut mir leid, Hortensia, aber wenn du nicht auf mich loskommst, dann komme ich immer auf dich los. Ganz einfache Logik, ne? Frage Zeit hier. Selbst sie extra hier verwandelt, ne? Das kommt sie nicht daran. Alter. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal daneben hauen gesehen mit 69%. Die bewegt sich immer noch nicht. Alter. Willst du mich auf den Er greift ihn noch nicht mal an. Mit einer P. Egal. War folgendes, ne? Wir gehen hier rein. Machen mit dem Schnitter absolut nichts an Schaden. Mir natürlich bis zum letzten Moment hier auf den Nerven gehen, ne? Warum kommt ihr nicht auf mich los? Ich kann nicht näher gehen, ne? Und die Heilung, ja, natürlich. Erderholung, aber eher nicht. Was? Ach so, ja, die tun ja so ein Kreuzformation alle schützen, ne? Ich muss sagen, wie kann er denn zwei Leute auf einmal ja beschützen? So, hast du irgendwie einen Heil? Ja. Wie sieht es jetzt aus? Ah, ich muss den hier einsetzen. Das Ding abläuft, obwohl irgendwie nicht. Also langsam wird das ja unschön. Aber ich hätte das eigentlich einsetzen sollen. Das kann sich auch hochheilen mit Dings hier. Ich wäre ein bisschen schlecht gelaunt, wenn du jetzt auf uns losgehst. Ja, 21, 7. So, Mädel, wie sieht es jetzt aus? Ach, das ist ein Heilfeld, stimmt.
Warum hat... Verstehe nicht, was du hier machst, Mädel. Boah. Warum bewegt sie sich denn jetzt so? Warum wird sie zweimal... Ja, bin ich auf die Nüsse gerade. Boah. Ja, hast du mich gerade da in Reichweite platziert? Aber er bringt ja eigentlich nichts mehr. Wer hat's ja wieder hoch? Beinahe vergessen sie jetzt mal. Was soll gerade sie so viel elixieren, ne? Ah, ich hab vergessen, Panett zu bewegen, glaube ich. Alter, hau doch mal einmal daneben. Boah, das ist jetzt nicht wahr, ne? Wie kann man denn die ganze Zeit nicht daneben aus? Boah, ey. So, die ist jetzt dran. Nur so nebenbei, ne? Wie ihr es wisst. Ah. So, warte mal hier. Was soll sie erledigen mit deinen Dingen, ja? Kannst du sogar, ja. Wow. Okay, dann machen wir den ja. Ich will einfach nur die Dings sehen, ne? Ah, stimmt, sie ist Stimmt, sie hat irgendwie Angst vor Ivy. Mit dem Silber durch, ja. Gar nichts an Schaden. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Unannehmbar. Okay. Elfen bin ja, ne? Also mein Ort hin, ja. Okay, ah, verdammt. Mache ich ja eigentlich. Nochmal zurück. Ich habe doch Dings hier bewegt, ey. War doch Vale jetzt zum Tanzen. So gut gerade.
Oh. Machen wir mit denen ja. Oh. Ja, ein Tanz war. Mein Gott, das ist so eine Qual, dieses Kapitel, Leute, ne? Ja, ich gesagt, da wird chillig, weil wir ja schon direkt in die Action reingehen, ne? Hat ja nicht so lange dauern wird, ne? Und dann passiert so was. Oh, guck mal hier, na. Kann ich auch in den Schutzfeld rein, ne? Hat daneben gehauen. Ich habe zweimal daneben gehauen. Komm. Alter, was ist hier los? Sehr knapp. Na, ey, muss ich ja schon wieder? Oh, Lichtgänge, das ist magisch, ne? Muss ich irgendwie nur so. Dabei. Muss ich ja nur so ein paar Schaden jetzt zusammenkratzen für Hortensia. So, wird der eine mich jetzt hier fertig machen? 25? Nee. Doch. Natürlich wäre dicke Schaden, ne? So, Hortensia. Immer du dich um dich selbst. Wow, reicht jetzt sogar noch. Immer so merkwürdig, wenn unsere Charaktere verwandelt sind und die nicht. Ich merke gerade, sie hat nicht so ein Herz-Tattoo unter ihrem Auge. Okay, du akzeptierst nicht die Wirklichkeit. Da musst du sterben. Super Kawaii Kawaii Mochun Attacke. So, das möchte ich noch erledigen. Ja. Ich wollte auch noch einen kriegen, oder?
aber eindeutig genug von diesem Kapitel. Ja, jetzt glaub mal bloß nicht, dass ich hier nicht Neil kaputt schlagen kann, ne? Nach all dem, was ich hier durchgemacht habe in diesem Kapitel. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da hat man hier ohne verdammte Dings, ja. Zeitkristalle. Da müssen wir mich ganz Kapitel neu machen, ne? Nach ein, zwei Fehlern. Ja, ich mache schon mal ein paar Schaden hier. Oh oh. Ist ja gar kein neues, ne? Ah, der da unten ist auch noch am Leben. Ich habe immer noch. Ich fasse das einfach nicht. Da ist doch irgendwie gescriptet, ne? Das kann unmöglich. Warte mal, ich kann euch abhauen jetzt. So, jetzt pass mal auf, du, ne? Jetzt setzt es an. Ja, ich kann den hier entlocken, ne? Dann kann ich hier ausweichen und komm mal zu uns, wenn es geht. Er hat da bestimmt eine Unterhaltung mit Vale, ne? So Dämonendrachen und so, ne? So, das ist jetzt mein Heilfeld. Mal ausmischen. Jetzt, wo ich die falsche Waffe ausgesetzt habe. So. Komm mal schön hier hinten, ne? Eine Überraschung für dich. So. Was du jetzt hier gegen machst, ne? Hast du überhaupt einen Fernangriff? Nö, aber du bist sowas von tot. Weil er hat voll viel Verteidigung und so, ne? Funktioniert nicht. Neue Assistenz 41. So, wer schnappt sich jetzt den Typen, ne? Ein Schwert, ne? Also sie macht ja nichts an Schaden gegen ihn wahrscheinlich, ne? Doch. Nur du mal da ein oder Diamant nicht eigentlich auch einpacken können. So, also mal gegen die alle anzukommen, ja. Null. Ja, das ist der Neil, den ich kenne. Warte mal, steht überhaupt was zu Crumbs bringen? Was haben jetzt erhaben den Hirten? Okay. Nein, nichts an Schaden. Habt ihr beide eine Unterhaltung? Ihr seid beide Dämonendrachen. Ne, okay. Wer ist mit dir? So. Ja, ich bin nicht mehr so stark, ne? Sag dir mal, wie ein richtiger Typ kämpft. Der ganzen Frust, den du mich durch dieses Kapitel hier
durchgepackt hast, ey. Ich sag alles wieder jetzt. Vielleicht mit ihm als erstes angreifen soll. Kriegt sie jetzt eigentlich auch noch diesen Crit-Bonus, wenn er angegriffen wird? Das ist auch irgendwie so eine Sache, ne? Ihre Passive, ne? Ist irgendwie auf ihn ausgelegt. Das bedeutet, irgendwie müssen sich ja beide anschließen können, ne? Sonst würde ihre Passive gar nicht funktionieren. Vielleicht kriege ich doch beide Charaktere. Aber wie funktioniert denn das dann? Also sie kriegt eine neue passive Fähigkeit, ne? Tap mit 26%. Kannst du mal aufhören? Langsam wird schon ein bisschen nicht schön ja gerade. Ich würde ihn am liebsten mit Nell erledigen. Ganz ehrlich bin. Alter Frust hier, ne? Ach, von Jagon, dieser Soundeffekt. Ich habe schon gewundert, warum, wo kommt dieses... Der Sound irgendwie, ja. So, wir lassen wir noch mal ihr versuchen, ne? Aber diesmal ich mit dem hier. Oh, hier werden hier Momente. Mal so, ne? Na bloß nicht, dass ich ja nicht meine Rache bekomme. Komm her, du Stück. Anscheinend der Baum halt. Anhaltung. Jawohl. Ja. Nicht gut so. Schön auf so einen Heiligen zu stehen. Ah, jetzt ist das der Nil, den ich kenne. Die ganze Zeit nicht trifft. Ah, ich weiß nicht, ob da irgendwie Dings sind. Aber den ja. In hat andere Emblem reingehauen. Das habe ich auch gar nicht geguckt, ob ich irgendwie nicht alle Schätze und so was habe, aber ja, ne? Oh. Oh Gott sei Dank. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch irgendwie was, so, ne? Ja, es ist der Hauptcharakter frei, jetzt beginnt der richtige Kampf, ne? Ich jetzt gar keine Lust drauf gehabt, ist mir auch egal. Boah, hat 3 Stunden gedauert. 3 Stunden.
Ich hab's vergessen, aber er wird auch von irgendjemandem gesprochen. Etwas bekannteren, glaube ich. Also bekannter. Aber den man von anderen Animes kennt. Ich weiß nicht bei wem. Glaube ich. Oder war die englische Version? Okay. Ach ja, da war ja was. Ich hätte ehrlich gesagt so insgeheim gewünscht, dass die uns im Kampf irgendwie beistehen, so mittendrin. Hey, was geht da? Na,
せめてもの幸運だったわね。みんな愛しているわ。行くわよ。エル様、私たちはここまでです。先のご命令果たせることをお許しください。どうか神竜様と共にイル様を救って幸せに生きてください。死欲よ、これが最後の任務です。支柱を壊せ。 今の音は。あれは、あの神殿は、まさか。Oh hey, wie geht's? Er ist auch noch da. 異形兵たちはいい働きをしたらしいな。神殿は崩れた。術の反応を見るに、神殿内に聖者は存在しない。死翼は皆死んだ。何があったんです？ここに来る前、私たちは神殿で異形兵に襲われたのです。死翼は 私を逃がすために残って。そんな神竜、貴様は我と共に来ることを拒んだな。だがこれならどうだ。エルの命が惜しくばかつての浮遊島に来い。 wortwörtlich gerade gesagt. Was wir tun sollen. Somniel. Somniel, ne? Sollte mal kämpfen auf den Somniel. Und der wird sich dann uns anschließen, ne? Jetzt macht er wieder alles Sinn, ne? Oh, alles klar, haben wir das irgendwie geschafft. Die Frage ist jetzt, kommen wir jetzt zum Dings zurück oder? Hm, sieht so aus, jetzt kommen wir zur Weltkarte. Ja. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Okay. Somniel gefallen. Ah, habe ich doch gesagt. Ohne Nil und die Amri reist der Wimmut nach Nil. Suchen zu einer einst schwebenden Insel. Cool. Ach, da unten sieht man, was für Gefechte sind. Weltkarte sind 4, 5. Weltkapitel sind 3. Das ist irgendwie cool, dafür im Somniel kämpfen. Finde ich nicht schlecht. Okay, Somniel gefallen oder Somniel, ne? Welche Wort wir jetzt hier raus sind. Boah, ich brauche eine Pause. Alter, hat das ein bisschen Energie gekostet hier. Dieses Kapitel. Alter. Oh Gott, wenn ich jemals. Ich weiß ja nicht, wie das hier in dem Spiel ist. Ob ich dann bei jedem Spiel durchlauf irgendwie noch mal dieses DLC spielen möchte.
um die Charaktere zu bekommen oder was auch immer ich danach bekomme. Ich nehme, ich weiß, hat man Charakter. Das Spiel hat mir gesagt, man kriegt Charaktere am Ende, ne? Von daher. Ich guck noch mal. Keine neuen Charaktere. Hm. Ich nicht nachgucken. Gut. Jetzt kann ich mal endlich die Bandgespräche machen, die ich irgendwie offscreen gemacht hatte. Da kam er ja letztens nicht dazu. Ich meine Notizen hier. Aufklappen. Sind nicht so viele. 4 Stück. Da war ich noch mal in der Arena, ne? Ich war schon gar nicht mehr, wie das hier abläuft, ne? Im Sommel. Ich war so lange weg, ne? So, ich wollte Belohnung abholen, mein Gott. Von dem Ding hier. So, ich glaube, da habe ich nur ein oder zwei Sachen eingepackt, ne? Ich will gar nicht wissen, wie schwer auf schwer ist, ey. Ist ja voll brutal dann sein, ne? Aber dann gehen wir mal zur Arena noch, ne? Ich will das dann einfach wieder noch machen. Und dann, ich bin schon fast 4 Stunden hier am Sitzen, ne? Dann können wir mal hier weiter gucken, wie das hier weitergeht, ne? Beim nächsten Mal, dann machen wir das nächste. Das sieht schon fast nach Finale aus, irgendwie. Mein, die vier Winde sind gestorben, ne? Nell wurde von Neil entführt. Also nach all dem, was ich da durchgemacht habe, ne, wurde die auch neu entführt. Ne, das gibt's nicht. Nach all der Frust, die ich da durchgemacht hatte, ne, schafft die sich auch noch jetzt, sich kidnappen zu lassen. So, wen lasse ich denn hier eigentlich trainieren? Ich weiß nicht. Was mit Anna? Ne? Aber erstmal wieder Dings hier geben. Und nehmen wir Anna. Mit dem Stahlbogen, ne? Ah, komm. Okay, er hat eine magische Axt. Das war sein Tod. Also ist Annas Canon-Klasse irgendwie Berserker. Weiß ich nicht. Fire Emblem ist manchmal nicht so klar, wie das mit den Canon-Klassen ist. Ich versuche immer Charaktere so in ihre Canon-Klassen irgendwie reinzupacken. Also was ich denke, wird irgendwie vom Spiel vorgesehen. Aber manchmal in Fire Emblem Fates muss es ja zum Beispiel gegen einige muss es ja zum Beispiel gegen einige Charaktere hin und wieder kämpfen. Ja. Vor allem im Fels hat es zum Beispiel ja weiß nicht. Wenn du zum Beispiel Hoshido spielst, dann muss irgendwie gegen Noah kämpfen. Und weiß nicht. Einige Charaktere haben eindeutig andere Klassen als in, weiß nicht, in den anderen Spielen. Also das kollidiert immer so ein bisschen miteinander. Deswegen kann man sich danach auch nie wirklich richten. Ah, ich bin sowas tot. Wohl. Naja. Einmal daneben hauen. Nee. Nee. Stopp. Alla. Das gibt's jetzt nicht mal. Ach. Enttäuschend. Okay. So, mehr haben wir ja nicht, ne? Doch, die Bandgespräche. Wollte ich ja letztens schon angucken, aber dann kam ja ein Dings dazwischen, ne? Ich mal kurz im Café gehen. Ich muss mal gucken. Ich habe bestimmt eine Menge Sachen, die erledige ich im letzten Kapitel dieser Folge und so. Ich brauche Band, Erfahrungspunkte, Fragmente.
Okay. Mein Gott, da war aber auch echt ein stressiges Kapitel, ey. Ich habe ja nicht gerechnet, irgendwie heute so lange da zu sitzen. Oh mein Gott, das war ja irgendwie die nervigste Runde Fire Emblem, die ich je hatte. Mal, wie viel ich bekommen habe. 6000, die werde ich wahrscheinlich bauen, aber ich bin eigentlich fertig mit allen Charakteren, ne? So ausrüstungsmäßig. Ich muss mich unglaublich hier vorbereiten, habe ich so ein Gefühl. Ich muss definitiv Wander mitnehmen. Also ja, muss definitiv irgendwie das meiste raus, was ich haben kann zu dem Zeitpunkt, weil so was mache ich jetzt nicht noch mal durch. Ich muss jetzt diesmal Nähl oder so beschützen, ne? Wäre noch schöner, ey. So. Gott. Meine Notizen sagen, ich habe vier Sachen. Die hat man eigentlich schon längst gesehen, ne? Celica und Ivy, ne? Hat man ja schon gesehen. Und da macht das jetzt eigentlich keinen Sinn, wenn die jetzt anzugucken, aber was soll's, ne? So, Celica und Ivy auf B. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Bandgespräche freischalten werde. Aber ich bin so gut wie fertig mit einigen Charakteren so. Bandgesprächmäßig. Auf Level 20 werde ich hier nicht hochleveln, weil da ist zu teuer. So, Lin Kagetsu. Ich wollte eigentlich Kagetsu mitnehmen. Hatte ich hier nicht mitgenommen letztens in dem Kapitel davor? Ich weiß das gar nicht. Glaub nicht, ne? Aber ihn hatte ich trainiert. Okay, der war gut. Sogar Dio-sama. Ike und Gold Mary. Sag mal. Wird sie wieder irgendwas fragen, wodurch ich sie noch weniger leiden kann? Ja. Egon, fort. Aber Coin und Hortensia. Hat irgendwie auch nicht irgendwie. Das ist auch nicht passiert, ne? Dieses Pairing. In Kämpfen. Hortensia-san wa itsumo minna ni kawaii to itte mawatte ite subarashii desu. Shiki o ageru tame watashi mo minarawa nai to. Was soll das heißen? Ja, ich irgendwie auch nicht. Aber ich bin irgendwie froh, wenn wir jetzt zurück in den normalen Kapitel sind, ne? Dieses ganze DLC-Abenteuer ist ja eigentlich nur dafür da, damit ich irgendwann die ganzen Charaktere bekomme, ne? Also das Ziel ist ja... Also das Ziel. Nicht die Reise, ne? Und die Reise ist verdammt noch mal schwer. Das war's, ne? Das andere brauche ich ja nicht. So ausgehen muss ich ja wieder machen. Aber gut. Boah, ich bin jetzt ja 4 Stunden fast dran, ne? Aber was soll's, ne? Passiert halt, ne? Wie kann ich denn das ahnen, ne? Gut. Na gut, dann war's das für heute. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem nächsten DLC-Kapitel. Ich weiß nicht, ob das schon das letzte sein wird. Sieht schon so ein bisschen final aus oder ob wir uns irgendwie so in Finale hier irgendwie nähern. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommen würde, ne? Somnia, das ist auch irgendwie ein cooler Austragungsort, finde ich. Von daher, ja, keine Ahnung. Aber mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls allerherzlich fürs Zuschauen. Ja doch. Dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich bedanke mich und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.